Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video möchte ich euch das Opulence Node-Projekt vorstellen. Und zwar bezeichnet sich das Ganze als das welterste Multi-Chain DeFi Yield Processing Node-Projekt. Das Ganze ist ein DAO, also eine Decentralized Autonomous Organization, zu Deutsch eine dezentral autonome Organisation. Wir haben hier die Besonderheit, dass das Ganze die Rewards in über 150 DeFi-Yield-Projekte investieren möchte, um so den Preis für die Node-Rewards zu erhalten. Außerdem werben sie mit reduzierten Fees, gemanagtem Risiko und zu 100% von der Community geowned. Also quasi, es gehört zu 100% der Community, dieses Projekt. Hier sieht man noch einmal die Partner des Ganzen, also sind auch ganz bekannte Namen dabei wie PancakeSwap, Uniswap, Aave, Terra, Compound unter anderem. Im letzten Segment der Webseite sehen wir dann ein FAQ, in dem alle wichtigen Fragen beantwortet sind. Ganz wichtig hier oben nochmals vielleicht ein Avalanche. Es läuft auf der Avalanche Blockchain bzw. auf dem Avalanche Network. Hier wird nochmal erklärt, was eine Node ist, was mit der Treasury passiert. Und ob das Ganze geordnet ist, ist vielleicht auch ganz wichtig. Und zwar sagen sie hier, dass es gerade einem Audit von Certik unterläuft, dieses aber noch nicht abgeschlossen ist und man deswegen das Netzwerk nur mit dem eigenen Risiko benutzen sollte, da es immer noch eine Beta ist. Hier sind dann nochmal alle Mitarbeiter aufgeführt. Wir haben leider keine Verlinkungen zu irgendwelchen Social-Media-Protokollen, sondern nur die Namen und keine richtigen Bilder. Dann gibt es für das ganze Projekt auch ein White Paper, das ihr euch selbst in Ruhe durchlesen könnt. Ich will das jetzt nicht im Detail durchgehen. Ich will nur einmal zu den Tokenomics springen. Und zwar ist hier wichtig, für eine Node, die man hier erstellen kann, braucht man 100 Opulence Token, wie ihr hier seht. Und sie werben mit einer Daily APY von 7,4% und die auf 12 Stunden Basis ausgezahlt wird. Also schon sehr lukrativ. Der Token wird erhältlich sein auf der Trader Joe Plattform. Es wird einen Startbestand geben von 50 Millionen Token und eine Auszahlungsgebühr in Höhe von 10%. Und dann sieht man hier auch nochmal in dem Kreisdiagramm die verschiedene Aufteilung, dass hier 30% in den Liquidity Pool geht, 20% bzw. 50% in den Reward Pool und 20%, was ich relativ viel finde, geht an das Marketing bzw. an den Team Pool. Das Projekt ist auch bereits von CoinScope KYC'd, also man sieht hier, die Owners sind verified. Das können wir hier alles sehen. Wir haben eben die Personalien, der Projekteigner sind hier bereits verifiziert. Und der KYC-Prozess ist abgeschlossen, um eben einen Rugpull oder einen Scam zu vermeiden. Das ganze Projekt hat auch eine Twitter-Seite, auf der es jetzt bereits 1300 Follower gibt. Was zu erwähnen ist, der Launch soll am 29. März stattfinden, also jetzt in 14 Tagen, in 2 Wochen. Wir haben auch einen sehr aktiven Discord-Channel, auf dem ganz viele Announcements stattfinden, täglich 2 bis 3 Announcements. Die Whitelist ist tatsächlich auch noch gefüllt, also für jeden noch die Chance, sich hier auf die Whitelist zu setzen. Durch Aktivität, durch sämtliche, könnt ihr How to Whitelist, könnt ihr auf den Slider gehen. Dann seht ihr, was ihr dafür tun müsst, um auf die Whitelist zu kommen. Ist hier auf jeden Fall noch möglich. Wie gesagt, 34 Plätze sind noch frei. Aktuell haben wir jetzt knapp 7000 Member und die sind auch sehr aktiv. Ich bin ja auch auf dem Discord und man sieht hier ständig irgendjemand schreiben. Es wird immer schnell geholfen, wenn Fragen da sind, sind immer jemand da. Es gibt hier ganz viele Moderatoren und wie gesagt, die Leute sind sehr, sehr aktiv. Ich bin sehr, sehr gespannt, werde den Launch in 2 Wochen auch ganz genau beobachten, gegebenenfalls selbst mit einsteigen. Sie werben hier nämlich auch noch, das habe ich vorher überlesen, mit einem Lifetime Reward von 1825% APY per Node. Inwiefern man das jetzt auf die Zukunft projizieren kann, ist natürlich immer sehr ungewiss, aber es hört sich natürlich schön an, beziehungsweise es liest sich schön für Investoren. An dieser Stelle will ich natürlich erwähnen, dass das Ganze hier keine Finanzberatung ist, sondern nur meine eigene Recherche und meine eigene Projektvorstellung. Bitte schaut euch das Projekt selbst genau an, bevor ihr investiert. Schließlich ist es euer eigenes Geld. Das soll es dann auch schon wieder mit dieser Projektvorstellung gewesen sein. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls Fragen oder Anregungen sind, gerne damit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.